Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Folge 1111 Memories Untold. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich machen soll. Was passiert, wenn ich hier... Ist immer noch nur ein... Also wir können auch im ganzen Spiel, das hatte ich irgendwo mal gelesen, auf jeden Fall nicht schießen. Das funktioniert nicht. Katze. Hallo, Katze. Par ici, viens dire bonjour. Wo seid ihr denn, Jungs? Par ici, viens dire bonjour. Am Stacheldraht mag auch die Katze nicht vorbei. Ja, sehr gut. Aha. Das Ding sollten wir uns nachher holen. Aber wie kommen wir denn zu den beiden Typen hin? Ich glaube, das ist der Plan, oder? Würde ich jetzt mal so vermuten. Da ist auch noch so ein Teil. Super, die müssen wir nachher alle mal einsammeln. Ich weiß nämlich nicht so genau, wo ich hin soll als Katze hier gerade. Für mich hört sich das hier nach rechts an. Also im Kopfhörer. Ah. Da vielleicht irgendwo. Tu peux pas sauter d'ici. Petite Minette, regarde un peu ça. Elle est venue nous dire bonjour. J'y crois pas. J'ai hâte de raconter ça à Marie. Et qu'est-ce que t'en penses, brave bête? Est-ce que la guerre va bientôt s'arrêter? Okay. Est-ce que t'aimerais être un chat? Da hinten beim Panzer war was. Was ich mir gerne holen würde, aber wir können erstmal hier rüber gehen. Hier war auch irgendwo was. Hier war doch auch irgendwie so ein Ding versteckt. Wo war denn das jetzt? Wo war das denn jetzt? Hätte ich mir vielleicht besser merken sollen. Hätte geholfen. Aber jetzt finde ich es nicht mehr. Ach, naja, egal. Also ich bin mir sicher, dass beim Panzer eins war. Wo war das andere? Irgendwie will ich, wenn ich es jetzt auch gefunden habe, will ich es natürlich auch haben. Ist ja mal klar. So, da war das eine. Wo war jetzt das andere? Das muss hier doch irgendwo gewesen sein. Bin hier doch mit der Miezekatze lang. Da war's. Okay. So. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter, wenn ich den Stacheldraht so betrachte. Ich glaube auch nicht, dass wir wie die Miezekatze über den Panzer drüber wegklettern können. Da. Nö, war schon klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen, aber dann hätten uns die beiden Franzosen auch mit Sicherheit gesehen und das wäre unserer Gesundheit nicht sonderlich zuträglich gewesen. Deshalb begeben wir uns jetzt weiter Richtung Baum. Die beiden Jungs sind ja mit meiner Miezekatze beschäftigt und dadurch, dass das kein weiblicher Charakter ist, klingt es zum Glück auch nicht komisch. I found three bodies from Alpirsbach. Boys from home. I'm so sorry. The first was Karl Günther. Please give his family my condolences. Bette's son was there also. I know she will be devastated. Oh, c'est beau ici. Qui a pu planter ces fleurs? Avec tous ces cadavres, elles poussent facilement.
Okay, wir sind jetzt gleich beim Baum. The last was Jonas, you know, Dr. Siegfried's boy. He was a good friend to Max. Was hast du vor? Va pas de plus, Fritz. Arrête-toi ou je tire. Attends une seconde. Je pense qu'il vient juste pour les morts. And though Max was not there, these boys were all someone's son. All these boys deserved a proper burial. I became consumed by the task. It takes its toll on a man, the constant presence of death. Tja. Harry Lambert, you say? You got a letter from Julia Taylor. Sound familiar? Yep. All good news, I hope. Na, das hoffe ich ja auch. Dear Harry, it is simply not the same here without you. I have no one to talk to. And if I didn't know him better, I would say that even Father misses you. Thank you for your photograph, Harry. It is wonderful to see so many different kinds of people all working together for the greater good. It warms my heart. They say back home that the war will be over soon. You shall be home before you know it. I do enjoy receiving your pictures. Please send another when you get a chance. Mm-hmm. Sincerely yours, Julia. Ja. Hey, Harry! Barrett was looking for you. Okay. Na gut. Wir gucken vorher noch, ob wir irgendwelche Fotos machen können. Aber ich... da war was. Ich glaube, das mit der Mohnblume kriegt sie. So. Okay, das sollte jetzt erstmal an Fotos reichen. Aber das mit der Mohnblume werde ich der Kleinen schicken. Ihr spielt mal fleißig Fußball. Wo ist jetzt? Aha. Wo war denn jetzt der Boss, wo wir hin sollten? Da hinten irgendwo? Ich glaube schon. Really think my men have time for your stupid little tricks? Make yourself useful and fetch my documents. I don't care how you do it, boy. Just get my documents. Hm. Gut drauf, der Junge. Looking back, I don't know what I was thinking sending the bird. Hm. I guess I wanted to put a smile on the major's face. Oh, yeah. To take things back to the way they were before Paris. Instead, with his plans flying out over no man's land, all I got was silence. Keine Ahnung, was es jetzt gerade soll. Ob sich der Vogel gerade wirklich mit den Papieren verpieselt. Was immer er damit auch sollte. Oder war das ein Spionagevogel?
Man weiß es nicht. Frag mich bitte, was diese Sequenz soll. Ich weiß es gerade nicht. Der Baum, oder? Catherine, this will sound strange, but a bird found me in the depth of my despair. It carried intelligence from the enemy. Pulled me from my madness. I had to act. Ein Spionagevogel. Saved by a bird, Katrin. And there was only one person who could have sent it. Then the Major turned. Closest thing to the devil I'd ever seen. Mm-hmm. Do you realize what you've done? He roared, inches from my face. Do you have any idea what was on those papers? No. I told my superiors I found the plans in No Man's Land. I could not decipher the information they contained, but I hear we are to be moved to Passendale. I don't expect you to believe this, but not only did that bird fly back to me, it brought a message with it. Danke, Hero. Could it be possible that this bird of mine somehow found the German? I have arrived at Passendale. Every man now carries a gas mask. Some question why the officers even expect a gas attack. But I know. How much had the young Canadian suffered to give me this information? Truth be told, most of war is just kind of waiting around for something to happen. And I waited at Passendale for months before something finally did. Okay, ihr Lieben, und das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ein Jahr bis zum Frieden, 3 Monate sind vergangen. Ich bedanke mich für euer Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.